So. Nein! Jedes Mal! Ich hab den weggekickt. Wie kann mich der verhaften, wenn ich ihn wegkicke? Das gibt's doch gar nicht. Ja, ich muss wieder ein bisschen böser werden, sonst spende ich mich da tot. So, jetzt hat. Da sind. Jawoll! Jetzt gibt's hier ordentlich Beef. So. 10.000 schon. Kommt her, kommt her. Bäm. Jawohl. Kommt her, ihr Säcke. Ich werde euch alle töten. Ich werde euch vernichten. Ich werde euch umbringen. Ihr werdet alle ins Gras beißen. Und warum? Ich will mir ein bisschen Gold sparen. Nein, außerdem spiele ich als Böser durch. Das habe ich ja ganz vergessen. Genau, ich spiele als Böser durch. Ihr habt ja so gewotet. Also ihr irgendwie 5 Leute oder so. Oh, den werde ich diesmal in Ruhe lassen, sonst nervt mich der wieder zu Tode. So, den töten. Den auch töten. Eine Wache gibt 2000 Strafe und das Tolle ist, 10 Bösheitspunkte. Das ist natürlich geil. So. So. Das Haus zerstört. Ein neuer Laden kann jetzt gekauft werden. Wie, was schon wieder? Ich hab den Laden doch erst gekauft. Ach, ich kann die ganzen Häuser nochmal neu kaufen. Ah, das hat alles nicht gespeichert. Naja, ganz toll. Ich hätte einen Weltspielstand anlegen sollen. Oh, super. Das, die Erkenntnis ist ein ganz klein wenig spät. So. Ja, wenn er bewusstlos am Boden liegt, dann wird er bestraft, weil bewusstlos im Kampf sein heißt tot. Na komm, stirb. Ah ja, okay. Komm, so. Ja, gut, dann muss ich halt... Schauen, Heldenstatus, Persönlichkeit. Ich bin immer noch gut. Boah, das gibt's ja nicht. Ich töte ja alle möglichen Menschen und bin immer noch gut. So. Hallo. Oh, es soll aufhören, weh zu tun. Und du auch, hallo. Und du auch, hallo. Wir brauchen aber später sowieso wieder einen guten Ruf. Also allzu böse werde ich jetzt gar nicht machen. Denn es gibt auch noch Scorms Kapelle. Da kann man ja auch dieses auch so nach dem Spendenmuster verfahren. Und da ist das Problem, wenn du da böse bist, bekommst du da auch keine Punkte. Das ist das Problem. Deswegen stirb. Genau, deswegen bekommst du auch keine böse Punkte. Ich habe es ja schon mal versucht, aber es hat irgendwie nicht richtig funktioniert. So. Dann kaufen wir das hier auch gleich noch. Ah ja, jetzt kommen die Gelben schon. Wahrscheinlich ab 50.000 Strafe oder so. Ach komm, hör doch auf mal zu blocken, das ist ja nervig. Was habe ich dir denn getan, dass du die ganze Zeit blockst? Okay. Ah, weiter geht's. Machen wir mal den hier. Bei denen ist alles in Ordnung. Kann ich noch irgendwas kaufen hier unten? Nee. Ach ja, da vorne gibt's noch ein paar Menschen. Schauen wir erstmal da rein. Da müsste auch noch jemand am Leben sein. Jawohl. Die Schankmaid. Dann kann ich wieder ein neues Gebäude kaufen. Und zwar die Ding hier. Ach, von dir habe ich ja schon, was ich brauche.
Ich muss dich nicht am Leben lassen. So, und hier mache ich... Ja, den töte ich auch. Sehr schön. So geht das. Ich hätte diesen Barden schon viel früher töten sollen. Bei denen ist alles in Ordnung. So. Und du auch noch. Ja, wunderbar. 36 kaufe ich. Das hier kaufe ich auch. Ah, mein Gold geht schon langsam in die Knie. Na gut, 2 Millionen habe ich ja noch. Über 2 Millionen. Das reicht ja erstmal. So. Gut, neues Haus kann gekauft werden. Mache ich das gleich. Jawohl. Selbe Prozedur wie vorher. So. Du dürftest mir auch ein Haus geben, oder? Jawohl. Und dann habe ich fast alles. Ja, nee, dann ein bisschen was fehlt noch. Ein Haus, ein oder zwei Häuser fehlen noch. Kommt schon, dafür ist jetzt keine Zeit. So, du auch noch. Dankeschön. Lebt meine Frau eigentlich noch oder habe ich die auch umgebracht? Ne, die lebt noch. Ja, die soll mal weiter schnarchen hier. Ich wäre kein Monster und würde meine Frau umbringen. So was macht man nicht. Kaufen, vermieten, jawohl. Im Moment, da leben noch zwei. Da leben noch zwei. Hey. So. So, jetzt tot. So, da. Dann haben wir das auch. So, komm. Spinn nicht umeinander, sondern stirb. So, 10 Bösheitspunkte pro Kill. Sehr schön. Wir dürften langsam wieder böse sein. Das sagt unser Heldenstatus. Persönlichkeit. Ja, ich habe wieder einen roten Balken. Das ist schön. Kaufe ich noch unten noch die drei Häuschen. Und dann wäre es das erstmal wieder gewesen. So, da, Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Das Ganze speichern wir dieses Mal allerdings als Weltspielstand. Jawohl, Weltspielstand und zwar Nummer 4 überspeichern wir jetzt einfach mal. Ich denke nicht, dass ich den noch benötigen werde. Okay. Und dann gehe ich... Ja. Dann mache ich den Witchwood Callister Quest wieder. Sieht etwas brutal aus, was ich hier mache. Die ganzen Dorfbewohner töten, damit ich ein bisschen weniger spenden muss. Aber tsch, wir sind ein böser Held. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Aber wobei man sagen muss, einen bösen Ruf zu farmen, ist wesentlich einfacher und geht wesentlich schneller, wie einen guten Ruf zu farmen. Wobei mit dem Tempeln ist es eigentlich egal, weil... Mit den Tempeln kannst du dir eigentlich alles erkaufen, sage ich jetzt mal. Nur wenn du böse bist, dann hast du halt nicht, meistens nicht genug Gold. Weil da geht ja, glaube ich, das mit dem Händel nicht so gut. So. So, ein bisschen schneller bitte. Dass das so eine lange Zeit hat, bis das wieder funktioniert. Avos Tempel. Braucht ihr einen guten Schwertkämpfer? Nö, danke. Willkommen im Tempel des Lichts. So, was spenden wir jetzt? Ich würde sagen, wir spenden mal 50.000. Ich muss ja am Schluss zum Spiel noch ein bisschen Geld übrig haben, weil wir müssen noch jede Menge Häuser kaufen und... So. 50.000. Und dann machen wir gleich den hier. Ein Wunder. Heldenstatus, Persönlichkeit.
Okay, ich bin 27. Dann machen wir Heldenstatus. Nein, jedes Mal gehe ich da falsch rein. Heldenspielstand natürlich. Auf die 7. Jetzt sind wir schon 27, das ist schön. Und dann gehen wir auf Laden und machen das Ganze noch zweimal, glaube ich. Ja. Aber ich dachte mal irgendwie, ich habe mal gehört, dass man bei Großtaten auch jünger wird. Aber irgendwie ist das nicht der Fall. Ich dachte, das habe ich sogar schon mal festgestellt, dass man pro Großtat um ein oder zwei Jahre jünger wird. Muss ich mich geirrt haben. Im Ridgewood soll es ein Schwert geben, das nur ein wahrer Held an sich nehmen kann. Okay. Ein Tempel in Ridgewood soll angeblich spirituelle Kraft spenden. Doch ja, ja. Gewarnt. Einige Götter sind dran. Ach, der kann uns doch gar nichts haben. Wir sind doch schon viel zu mächtig für ihn. Witchwood-Steine. Bumm. Das können wir. Sachen zerstören. Dafür wurden wir ausgebildet in der Heldengilde. So, du machst jetzt die Fässer kaputt. Okay. Davos-Tempel. Davos-Tempel. Braucht ihr einen guten Schwertkämpfer? Nö, danke. Willkommen im Tempel des Lichts. Der Tempel. So. Ah ja. Was spenden wir denn? Was spenden wir denn? Ich würde gleich mal sagen, so 75.000 sollten es schon sein. Oder 60.000? Na, mal gucken. 10.000, 20.000. Geht das nicht ein bisschen schneller? Ups, 100.000. So. Die Götter. Wie alt bin ich jetzt? Was? Ein Wunder ist geschehen. Eivor gewährt euch die Gabe der Jugend. 18. Ich bin wieder 18. Way. So muss das sein. Und ich bin Paladin. Okay, wir haben eigentlich das erreicht, was wir erreichen wollten. Wir sind wieder so jung, wie wir sein wollten. Und... Habt ihr einen guten Schwertkämpfer? Nee. Ja, und jetzt können wir Heldenstatus, Persönlichkeit... Ja, ich bin wie gesagt gut. Inventar, Fertigkeiten, Optionen... Inventar wollte ich gehen. Kleidung... Gewänder, keine Bekleidung, tragen. Ihr seht, ich bin wieder jung. Boah, meine Brust ist voll zerschnitten. Nein. Wann haben die mich denn erwischt? Ach nee. Genau, was ihr jetzt auch seht, es gibt eben, die Tätowierungen sind jetzt bläulich. Und das hat man nur als Junger, glaube ich. Und ich glaube, weiß nicht mal, ob als Guter oder als Böser. Aber diese blauen Magier-Tätowierungen hat man nur als, wie gesagt... Als junger Charakter, sage ich jetzt mal. Und ihr seht schon, das sieht halt um einiges besser aus, wenn man wieder jung ist. Na gut, wir haben unser Alter erreicht. Ich ziehe jetzt mal irgendeine Rüstung an. Inventar, Kleidung. Was ziehen wir denn Schickes an? Ich habe... Kleid bestimmt nicht. Ah, tragen wir mal das. Hatte ich doch vorher die ganze Zeit an, oder nicht? Nein, ich muss schon was tragen, was ich nicht so häufig trage. Nein, Attentäterkleidung hatte ich an. Was macht man? Räuberbekleidung ist blöd. Lederanzug. Gibt es keinen dunklen Lederanzug? Dunkler Lederanzug. Jawohl. So. Naja. Nicht besonders, aber mal was anderes. Okay, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir jetzt gleich um 9 Jahre verjüngt werden. Jetzt werde ich ganz zurück zum Anfang vom Quest gehen und dort dann den Quest dann nochmal anfangen zu spielen. Alles werde ich auslassen und, nacheinander dann alles anschauen und euch zeigen. Nein, ich will nicht in diese Tür rein. So. Macht euch bereit.
Aber ich bin schon etwas genervt, dass ich schon die ersten, Schrammen habe. Das nervt mich ein ganz klein wenig. Oh, hier sind sogar zwei.